Auf der A43 bei Münster schüttet es wie aus Eimern. Für einige Autofahrer aber offensichtlich kein Grund, ihr Tempo zu drosseln. So zum Beispiel der weiße Transporter, den Hartmut Haider und Ralf Stork gerade verfolgen. So, wir haben jetzt hier ein Teilstück, wo 80 bei Nässe ist. Wie wir sehen, ist es eindeutig nass. Ich löse jetzt mal eine Messung aus, weil er vor uns, der Betroffene, mit ca. 115, 116 hierher fährt. 117. Ja, dann nehmen wir mit, ne? Oder? Eindeutig zu schnell, ja. Trotzdem haben. 80 bei Nässe haben wir ganz oft bei Fahrbahnbelägen, die einen Tacken rutschiger sind oder wo leichte Unebenheiten drin sind, wo dann relativ schnell Aquaplaning entstehen kann. Und dass es nass ist, das hätte der Fahrer eigentlich auch mitkriegen müssen. Wir machen jetzt bitte Folgen an. Schönen guten Tag, Autobahnpolizei Münster. Dokumente? Sprechen Sie kein Deutsch? Kein Deutsch. Komm mal mit, zeige ich dir, was los ist. Fahrer und Beifahrer kommen aus Bulgarien und fahren Backwaren aus. 80 war da. Und du bist gefahren? 117. Zu schnell. Okay? We were so late. Yeah, it's no, it's not my problem when you are too late. It's not my too. When the traffic starts, you know, everybody needs to drive fast. But you have to look at the signs. Wir haben sie gesehen, aber wir waren spät dran und wollten noch rechtzeitig kommen, bevor unser Kunde zumacht. Deswegen sind wir schneller gefahren. Tut mir leid, aber so ist das Leben. Passiert halt mal. Statt ein paar Minuten rauszuholen, müssen sie jetzt tief in die Tasche greifen. 120 Euro. 120 Euro. Yeah. It's really too fast. 80 bei Nässe ist etwas diffizil. Man spricht da von einem durchgehenden Wasserfilm, der auf der Fahrbahn herrschen muss. Das vor uns fahrende Fahrzeug, welches zu schnell gefahren ist, hat man kaum gesehen, sodass man doch von deutlicher Nässe sprechen kann, sodass man sich an die Geschwindigkeit von 80 dann auch halten sollte. Jetzt jedenfalls kommen die beiden garantiert zu spät zu ihrem Kunden. Und neben dem Bußgeld gibt es auch noch einen Punkt in Flensburg. Mittlerweile darf man nur noch 8 Punkte haben. Das ist natürlich für die Berufskraftfahrer, wenn die so im Bereich kommen von 4, 5, 6 Punkten, werden die natürlich dann schon relativ nervös. Da hängt immer ein Job dran, eine Familie, vielleicht ein Haus, man weiß es nicht genau. Aber ich finde immer, wer 5, 6 Punkte hat, der weiß, dass er die Punkte hat. Und dementsprechend kann man sich auch mal dann eine Zeit lang zusammenreißen, dass man von den Punkten wieder runterkommt. Es regnet in Strömen. Schnell fahren ist jetzt noch gefährlicher als bei trockener Straße. Doch auch das hält Raser nicht ab. Hier ist jetzt 100. Ihm vor uns scheint es relativ egal zu sein. Er fährt jetzt um die 120. Wir lösen mal eine Messung aus. Messung läuft. Und 130. Wenn man sich überlegt, dass die Fahrbahn nass ist und dass hier auch noch nicht nur Geschwindigkeitsbegrenzung ist, sondern hier stehen auch noch Warnschilder, dass es hier sehr oft zum Stau kommt. Das heißt, wir werden ihn jetzt gleich mal rausziehen und mal fragen, was er sich dabei denkt. Ja, bei dieser Gischt, wir sehen das ja jetzt, auf jeden Fall ist die Sicht eingeschränkt, aber was noch viel schlimmer ist, bei so einer Fahrbahnnässe und bei einer Temperatur von 4, 5 Grad erhöht sich natürlich auch der Bremsweg immens. Und wenn er dann bei einer schlechten Sicht auf ein Stauende stößt, kommt es dann unweigerlich zum Verkehrsunfall. Und das werden wir ihm gleich mal erklären. Auf die runtergeklappte Sonnenblende mit dem Text Stopp Polizei reagiert der Fahrer allerdings nicht. Jetzt hilft nur noch Blaulicht. Viele Leute gucken halt immer nur nach vorne. Dann müssen wir dann halt schon mal mit Blaulicht und mit Martinshorn arbeiten, bis uns überhaupt jemand wahrnimmt als Polizei. Und manchmal muss auch die gute alte Kelle her. Er hat's verstanden. Weil kein Parkplatz in der Nähe ist, ziehen die Beamten den Wagen an der nächsten Ausfahrt von der Autobahn. Stork ist mein Name von der Autobahnpolizei Münster. Grund des Anhaltens. Zu schnell? Richtig. 20, glaube ich. Nee, 130 haben wir gemessen. Ist ein Videomessfahrzeug. Okay. Mehrere Messungen haben wir gemacht. Ja. Alle zwischen 125 und 130. Okay.
Und ich weiß nicht, ob man bei dem Wetter, wenn da 100 ist und da noch Schilder stehen, mit Stau so schnell fahren sollte, Herr W. Nein. Gut, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Ist verboten. Genau. Auch nicht so günstig. 5% Messtoleranz ziehen wir ab bei einer Geschwindigkeitsmessung durch Provida, also durch Videomessung. Das sind in jedem Fall 7 km/h, die da runtergehen. Da sind wir netto bei 123 zu 20, 23 km/h zu schnell. Okay. Das ist so viel zu schnell, dass ich mir Ihre Personalien oft schreibe. Gibt eine kleine Anzeige. Gut. Geschwindigkeitsübertretung außerhalb geschlossener Ortschaften. Für die 23 km/h zu schnell muss der Fahrer mit einer Strafe von 70 Euro rechnen. 1, 2, 3 zurück. In circa 4 Wochen gibt's Post. Ja. Können sich vor Ort zu der Sache äußern, müssen uns gegenüber aber keine Angaben machen. Also Verstoß zugeben, nicht zugeben oder gar nichts sagen. Können sich aussuchen. Ja. Gut, Sie sagen nichts, heißt das. Ist das richtig? Richtig. Okay, schönen Tag. Tschüss. Außer der Geldstrafe bekommt der Fahrer auch noch einen Punkt in Flensburg. Die A43 bei Münster. Ein Unfallschwerpunkt. Polizeihauptkommissar Hartmut Heider und Polizeioberkommissar Ralf Stork haben in einer Baustelle den nächsten Verkehrssünder entdeckt. Jetzt sehen wir, warum man auf dem linken Fahrstreifen nur mit PKWs fahren darf, die schmaler als 2,10 Meter sind. Weil er jetzt gar keine Chance hat, so richtig an dem LKW vorbeizukommen, ohne sich oder den LKW-Fahrer zu gefährden. Oder gar den Gegenverkehr. Solche Vergehen haben schon Massenkarambolagen zur Folge gehabt. Wenn man das jetzt sieht, er hat rechts 15 cm und links vielleicht 10 cm Platz. Da braucht nur eine Schwenkbewegung von dem LKW-Fahrer kommen. Dann fährt er hier in die kleinen Schutzplanken rein oder durchschlägt die sogar, wenn wir Pech haben. Aber der Fahrer fährt unverdrossen weiter und setzt an, den nächsten LKW zu überholen. Er ist also wirklich darauf angewiesen, dass der LKW-Fahrer ganz rechts auf seinem Fahrstreifen bleibt. Weil ansonsten würde er auf jeden Fall nach links gedrückt. Ich würde sagen, den halten wir mal an. Nicht zuletzt, weil der Transporter auch deutlich zu schnell in der Baustelle mit Tempolimit 60 unterwegs ist. Also runter von der Autobahn und rauf auf einen Parkplatz. Der Grund, warum wir sie anhalten, zweierlei Sachen. Ja. Die eine Sache ist die Geschwindigkeit. Sie waren ein bisschen schnell in der Baustelle, 60 war da. Ich war 80. Ja, wir haben 2 Messungen gemacht, eine mit 90 und eine mit 94. Und der zweite Grund, warum ich sie angehalten habe, da würde ich Sie mal eben bitten, auszusteigen. Ich bin 80 Kilometer, also 20 mehr. Nee, 90 sind Sie gefahren, 30 mehr. Und der zweite Grund, warum wir sie angehalten haben, den zeige ich Ihnen mal eben am Video. Kommen Sie mal mit. Polizeioberkommissar Ralf Stork zeigt dem Fahrer das Beweisvideo. Anschauungsunterricht. Haben Sie gesehen, dass Anfang der Baustelle stehen Schilder? 60. 60 und dass man links nur mit 2,10 Meter fahren darf, Breite. Und Ihr Fahrzeug ist 2,25 Meter ohne Spiegel. Haben Sie das gemerkt, wie eng das war, als Sie neben dem LKW fahren? Da haben Sie auch ein bisschen Angst gehabt, weil Sie gebremst haben. Ne? Und wie knapp Sie da an der Begrenzung zu der anderen Fahrbahn sind. Gucken Sie mal den Abstand, das sind 10, 15 Zentimeter. Wenn der LKW-Fahrer einmal nur aus Versehen so macht, ja, dann sind Sie auf der anderen Fahrbahn. Dann durchbrechen Sie da die Planke. Ja, ja, das ist eng. Das ist echt knapp. Dass Sie schneller gefahren sind, sehen Sie gleich. Aber Sie haben gesehen, dass das sehr knapp ist. Das ist sehr gefährlich. Sie dürfen nicht links fahren mit Ihrem Auto. Sie müssen, gucken Sie mal, wie schnell Sie fahren. Und da ist immer noch 60. Ja. Ne? Das geht nicht. Okay? Da gibt es eine kleine Anzeige. Dass der Fahrer verbotenerweise links gefahren ist, ahnten die Beamten nicht. Sonst wären noch 20 Euro mehr fällig. Sie bauen vielmehr darauf, dass der Anschauungsunterricht mittels Video bei dem Mann ein Umdenken auslöst. So, Papiere gibt's zurück. In circa 4 Wochen gibt's eine Anzeige. Steht dann drin, dass Sie zu schnell gefahren sind. Wird kosten zwischen 80 und 100 Euro. Sie müssen langsamer fahren. Und in Baustellen bleiben Sie rechts hinter dem LKW. Das ist echt gefährlich, okay? Ja, richtig. Okay. Okay. Schönen Tag. Dankeschön. Dankeschön, dass Sie Bescheid sagen. Okay. Tschüss.